bin zu neugierig. Ich bin einfach neugierig drauf, was es bedeutet, was umzusetzen, was zu bauen, was zu machen. Ich wollte immer verstehen, wie die Welt funktioniert. Und diese Neugierde treibt mich an. Living Farms ist eine Anlagenbaufirma. Wir beschäftigen uns mit dem Anlagenbau für die Insektenmast. Und ich bezeichne es oft als Nespresso für die Insektenindustrie. Wir produzieren Jungtiere, wir dosieren sie grammgenau vorab ab, liefern dementsprechend an unsere Kunden Kapseln und die Maschine dazu, die diese Kapseln eindosiert. Und somit werden auf organischen Reststoffen aus Lebens- und Futtermittelindustrie Proteine, Fett und Dünger. Ich komme familiär aus der Landwirtschaft, habe aber Produktentwicklung studiert, war in der ganzen Welt unterwegs, war in Hongkong und habe dort gesehen, ich kann zwar alles kaufen am Markt, aber habe keinen Platz, es zu produzieren. Und ich dachte mir, wie funktioniert das Ganze und wie funktioniert das im globalen Maßstab? Und bin so auf die Tücken eigentlich des Lebensmittelsystems gekommen und habe mir überlegt, wie ich meinen Teil dazu beitragen könnte, das zu lösen. Das Proteinmehl dient als Futtermittel. Wir sind unabhängig von maritimen Ressourcen. Wir sind zu einem Teil unabhängig davon, Landflächen zu benutzen, um Futtermittel anzubauen. Die Wiener Wirtschaftsagentur war eigentlich ein maßgeblicher Faktor, um den ersten Schritt zurück in die Heimat zu wagen und zu sagen, okay, wir probieren das Ganze hier vor Ort wieder zu Hause, um hier was aufzubauen und hier was zu schaffen. Und seither haben wir immer wieder Unterstützung bekommen. Es ist wie, als wäre man ständig auf einer Entdeckungsreise. Ja, es kommen immer wieder neue Dinge auf, die man angehen kann und muss.